Sie ist streng bewacht, die Teststrecke des deutschen Autobauers Porsche in Apulien. Gleichzeitig mitbewacht der sogenannte Porsche-Wald. Enzo De Bonis war noch nie auf der anderen Seite der Mauer. Der Wald ist der letzte dieser Art in der gesamten Gegend. Wir haben Angst um den Wald. Den kann man nirgendwo wiederherstellen. Porsche will nun 200 Hektar des Walds fällen, die Größe von fast 300 Fußballfeldern. Auf dem Porsche-Gelände werden Prototypen getestet. Das ganze Jahr über sind die Strecken in Nutzung. Es geht um Elektromobilität und autonomes Fahren. Dafür brauche es nun mehr Platz für Ingenieure, Strecken, Feuerwehren und Helikopter. Wir brauchen neue Strecken und Labore, die es uns ermöglichen, diese neuen Technologien zu entwickeln. Den gefällten Wald will Porsche ersetzen. 600 Hektar sollen aufgeforstet werden, 1,2 Millionen Pflanzen. Die ersten werden bereits gesetzt. Doch das beruhigt die Kritiker nicht. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Porsche hat Viola Berlander vor 3 Jahren begonnen, einen Wald zu pflanzen. Obwohl sie sich intensiv um die jungen Bäume kümmert, ist jeder Zehnte eingegangen. Es regnet zu wenig und das Grundwasser hier in der Nähe zum Meer wird immer salzhaltiger. 1,2 Millionen Bäume aufzuforsten, wird sehr viel Wasser benötigen. Je mehr Wasser den Brunnen entnommen wird, desto mehr Salzwasser gelangt ins Grundwasser. Dabei gibt es laut Berlander und De Bonis eine Lösung. Porsche könne sein Testgelände auch hier außerhalb der Mauer erweitern. Dann bräuchte man den Wald nicht fällen. Porsche sagt, Sicherheitsaspekte und die kürzeren Wege hätten für Baumaßnahmen innerhalb des heutigen Betriebsgeländes gesprochen. Hätte das Projekt diese Vorteile auch aus ökologischer Sicht nicht gehabt, hätten wir es nicht vorgestellt. Porsche ist ein wichtiger Arbeitgeber im strukturschwachen Apulien. Auch in der Nebensaison bevölkern Ingenieure und Testfahrer aus Deutschland die Hotels. Die Regionalregierung hat die Pläne genehmigt. Dieses Feld grenzt an Porsche an. Auch hier soll ein Ersatzwald entstehen, während der alte Wald hinter der Mauer weichen wird. Möglicherweise zählt der Wald, aber die Interessen der Firma zählen mehr. Beginn der ersten Arbeiten im März.